Herr Präsident, sehr geehrter Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Landesrat und lieber Kollege, und lieber Kollege Hubert Mesner, wir sprechen jetzt ein bisschen auch medizinisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim letzten Regierungsprogramm stand der Mensch steht im Mittelpunkt, so war die Überschrift der Mensch zuerst. Das waren die Kernaussage des Regierungsprogramms 2018-2023. Nun, das neue Regierungsprogramm 2023-2028 wird ganz nüchtern als das Regierungsprogramm beziffert. Bereits der Titel eines so wichtigen Dokumentes müsste auf die Kernaussagen eines so wichtigen Inhalte eingehen, was nun das Regierungsprogramm nun ist. Ich hätte mir erwartet, dass ein paar Kernaussagen, jedes Buch hat eine Kernaussage, steht drinnen, was wollen wir? Alles steht Ihnen geschrieben, aber ich hätte mir gedacht, was wollen wir? Wo stehen die Menschen in diesem Programm? Wo steht die Erneuerung für dieses Land Südtirol? Wo steht die Stabilität? Wo steht Klimaschutz? Wo steht Nachhaltigkeit? Leider ist das im Titel nicht erkennbar. Nun, grundsätzlich wird der Gesundheitsbereich und Pflege bezogen auf die Stellung in unserer Gesellschaft, und das hat ja Kollege Mesner gesagt, der demografischen Entwicklung und dem finanziellen Aufwand, muss ich korrekterweise sagen, relativ kurz und knapp und stichpunktartig. Es sind Stichpunkte drinnen, nicht ausformuliert behandelt. Es sind die Seiten 41 bis 47, insgesamt 3 Seiten. Südtirol gibt für den Gesundheitsbereich ca. 6% des Bruttoinlandsproduktes aus. Die neuen ASTAT-Daten sagen, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von ca. 25 Milliarden. Ein Wert, der eher im unteren Mittelfeld gegenüber anderen europäischen Ländern liegt, so die neuesten OECD-Daten. Also die neuesten OECD-Daten sind aus dem Jahre 2022, können jetzt abgerufen werden. Wir sind im Unterfeld. Das müssen wir korrekterweise sagen. Insgesamt heißt es, dass wir 1,5 Milliarden für das Gesundheitssystem ausgeben und spricht ungefähr 3.000 Euro pro Einwohner. Leider steht im Programm nichts zur Epidemiologie. Ich denke, wenn man ein Programm schreibt, müsste man die epidemiologischen Daten zuerst voranstellen, denn an denen kann ich mich aufhängen, wie das System sich entwickeln wird. Warum sage ich das? Und jetzt wieder etwas medizinisch, ein uralter ärztlicher Grundsatz sagt, dass vor der Therapie die Diagnose steht. So ist das. Ja, und dafür brauche ich auch Daten. Nun, die Erkennung von Symptomen reicht bedauerlicherweise da nicht aus. Symptome haben nur hinweisenden Charakter, was die eigentliche Diagnose, die Krankheit angeht. Wenn ich als Arzt symptomatisch therapiere, das kann ich ja, natürlich symptomatisch als Symptome behandeln, ist dies nur dann vertretbar, korrekt, wenn die Krankheit palliativ zum Tode führt. Dann muss ich nicht Diagnose stellen. Das ist der Grundsatz der Palliativmedizin. Ich kann dem Patienten das leicht erleichtern, zum Beispiel die Schmerzen nehmen. Wenn nun aber eine kausale Therapie erfolgt, so muss auf der Basis der Diagnose die Therapie erfolgen und entsprechend auch eine Prognose gesetzt werden. Und warum habe ich jetzt das als Metapher vorangestellt? Was sind nun die Symptome unseres Südtiroler Gesundheitssystems? Und ich denke, Kollege Mesner hat sich darüber Gedanken gemacht und vielleicht schon eine Diagnose gestellt. Weiß es nicht. Ich werde nun in meinen Ausführungen ein paar kritische Überlegungen anstellen und auf Problemfelder hinweisen, die im Regierungsprogramm nicht oder nur, ich will es ja nicht sagen, dass sie nicht sind, am Rande angeschnitten sind. Sehr geehrter Landesrat, Sie wissen, dass das öffentliche, mit Steuermitteln finanzierte Gesundheitssystem und das kennzeichnet das italienische System auf, Public Health, öffentliches Gesundheitssystem, beträchtliche Mängel aufweist. Und zunehmend, bedauerlicherweise müssen wir das sagen, in eine Zweiklassenmedizin abzugleiten droht. Die Wartezeiten auch für ganz normale Untersuchungen ufern unverhältnismäßig aus. Bisher gab es bei den zahlreichen Reformen, und ich weiß, als ich mit dir öfter über Reformen diskutiert habe, und ich habe mir jetzt letztendlich auch die Reformunterlagen aus dem Jahre 2007 herausgeholt,
Damals hat man die große Reform gemacht. Saltuari war dabei, dann war Gruber dabei. Ich habe mir das Ganze durchgeschaut und siehe da, da steht das Gleiche drin, was wir heute wiederfinden. Fast. Steht. Denn dort hat man das umgesetzt. Wollte man eine Zentralisierung machen. Und ich sage das, wir haben zahlreiche Reformen in der Zwischenzeit erlebt. Nur einen Gewinner. Es ist ein Gewinner gewesen, die ausufernde Bürokratie und letztendlich, das hast du auch hingewiesen, den Verlust der Identifikation der Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit dem Betrieb. Das habe ich selbst immer wieder erlebt. Nun, der Landesgesundheitsplan 2016-2020 ist seit 3 Jahren ausgelaufen. Und man hat noch nicht einmal, es scheint, es wird nicht hingewiesen im Programm, begonnen aufzuarbeiten oder vielleicht arbeitet man daran, aber es scheint nicht auf, dass an diesem neuen Landesgesundheitsplan und einem Nachfolgeplan gearbeitet wird. Nun, die Begriffe Gesundheit, Pflege, Prävention kommen erst einmal so ganz, und das müssen wir ehrlich sagen, harmlos und freundlich daher. In Wahrheit geht es um Grundsätzliches, wenn Erkrankungen, Krankheiten, Leid, Ängste, Sorgen, den Lebensalltag plötzlich verändern. Zudem sind wir hier. Das hast du sehr klar gesagt. Von der Geburt als Neonatologe über das ganze Leben bis hin zum Sterben stehen Aspekte des Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik immer im Fokus unserer Überlegungen und unseres Handelns. Dies verlangt, dass die Gesundheitspolitik vorausschauend und verantwortungsvoll handeln muss. Wie sieht diese Gesundheitsvision im vorliegenden Regierungsprogramm aus? Und das hätte ich mir erwartet, dass eine Ausformulierung erfolgen könnte oder folgen wäre. Es sind meine circa 10 Zeilen, nicht mehr. Sie als nunmehriger politischer Verantwortungsträger kann Schicksale nicht ungeschehen machen. Das geht nicht. Sie können aber dazu beitragen, dass sie für den einzelnen Menschen erträglicher werden. In diesem Zusammenhang möchte ich, und das ist mir jetzt ganz wichtig, darauf hinweisen, weil es geht um nicht schlechtreden, es geht darum, dass viele Südtiroler Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen, Hebammen, Apotheker, alle viel für das Gesundheitssystem tun und sich empathisch einbringen. Das müssen wir ihnen auch dankend sagen. Und das ist mir hier ein Anliegen. Aber auch Angehörige und Familien einfach Großartiges leisten. Und ich erlebe das im Hospizbewerbung, aber auch im Palliativbereich, die zu Hause arbeiten. Aber es gibt Probleme, Ärger und du hast es auch richtig gesagt, Frust. Betrachten wir nur die überaus langen Wartezeiten auf Visiten und Untersuchungen, zum Beispiel den Anrufzeiten am Telefonanhörer beim KUB. Wer das einmal versucht, der hängt in der Schleife und ist dann beinahe 20 Minuten dran. Ja, oder man geht auf eine andere Linie. Oder die große Baustelle des IT-Systems. Wir hatten den Masterplan, auch du mitgearbeitet, wir auch, im Jahre 2016, 17 fertig. Und ich habe jetzt mal beim EDV nachgefragt, was ist aus diesem Masterplan geworden? Und haben gesagt, den kennen wir gar nicht mehr, der ist verschwunden. Weil es scheint ja wieder auf, wir machen einen Masterplan. Der Trotz, und das müssen wir auch sagen, massiver finanzieller Zuwendungen bis heute noch kränkelt und keine vollkommene Vernetzung zwischen den Bezirken und niedergelassenen Ärzten zulässt und zudem zunehmenden Mangel an Fachpersonal im niedergelassenen und stationären Bereich. Mitbürger haben es schwer, einen Hausarzt zu wählen, weil sie voll sind, oder einen zu haben. Lieber Dr. Mesner, geben Sie hier alles. Denn die Ärzte brauchen wir in der Peripherie, gerade in den peripheren Ebenen. Der Hausarzt muss ansprechbar sein und es hilft nichts, wenn heute heißt, ich gehe nicht dorthin, denn ich bin zentral und ich mache keine Visite in der Peripherie. Das, glaube ich, muss niedergeschrieben werden in den Verträgen, dass die Leute dorthin gehen. Nun, moderne Gesundheitspolitik beginnt nicht erst bei der Behandlung von Krankheiten, sondern vielmehr beim Erhalt der Gesundheit. Das wurde ja auch beschrieben. Das bedeutet, dass gesundheitspolitisches Handeln bei der Prävention anzusetzen hat. Nur ist dieses Präventionskapitel ein, wie soll ich sagen,
ein etwas bunt gefächertes und hat primär mit der Prävention sehr, sehr wenig zu tun. Die Politik hat mitzuhelfen, den Menschen mehr gesunde Jahre, das glaube ich, zu geben. Ich vermisse im Dokument eine Gesundheitsförderungsstrategie im Sinne des Ansatzes als Health in All Policies. Da gibt's gerade Vorgaben der EU aus dem Jahre 2007, als noch Finnland den Vorsitz hat. Gutes Buch, Gesundheitsförderung in allen politischen Entscheidungsebenen. Das heißt Gesundheitsüberlegung bei politischen Entscheidungen und strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft. Es muss Aufgabe der Politik sein, das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, das Wissen um ihren eigenen Beitrag zur Krankheitsvermeidung zu erhöhen. Hierzu nenne ich nur einige Beispiele, die die Politik tatkräftig zu unterstützen hat, wie den Ausbau, denke ich, gesunde Gemeinde, Unterstützung bei der Verwirkung gesunder Betriebe. Wir hatten einen gesunden Betrieb, einen Sanitätsbetrieb, der wurde dann plötzlich verschwunden, nicht mehr umgesetzt. Präventionsprogramme in den Kindergärten und Schulen oder Notfall- und Reanimationskurse in den Schulen und Gemeinden. Gibt es gute Projekte, italienweit, aber auch europaweit, wird von der EU gefördert, leider bis jetzt nicht umgesetzt. Wir wissen, dass da die Überlebenschancen größer sind. Im Mittelpunkt auch dieser Primärprävention sollte auch eine Sensibilisierung und Aufklärungskampagne im Bereich psychischer Erkrankung erfolgen. Psychische Erkrankungen werden noch tabuisiert und als Krankheit zweiter Klasse leider Gottes angesehen. Wir wissen jetzt, deswegen Epidemiologie, dass Depressionen inzwischen zur Volkskrankheit geworden sind und bis zum Jahre 2030 die Nummer 1 bei Erkrankungen sein werden. Südtirol liegt italienweit an erster Stelle, was die Suizidalität betrifft. Es fehlt mir im Koalitionsprogramm ein psychiatrisches, psychologisches Vorsorgekonzept und einen Psychiatrieplan für die nächste Legislaturperiode. Vor allem fehlt ein Konzept für die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, die dramatisch zunehmen. Kurz noch zur Rolle der 7 öffentlichen Krankenhäuser. Es wird hingewiesen auf diese 7 öffentlichen Krankenhäuser. Nur ist jetzt mir der Namensgebung etwas fremd. Wir sprechen jetzt von Grundversorgungsebene, Schwerpunktsebene und Landesebene. Früher hatten wir andere Begrifflichkeiten. Was hier drinnen fehlt, ist der Maximalversorger. Und das wird nicht angeführt, dass der Maximalversorger für uns, und das ist heute, entweder die Uniklinik in Innsbruck sein müsste oder eine Uniklinik in anderswo, aber einen Maximalversorger brauchen wir. Und das mit denen muss entsprechende Verträge sein. Die 7 Krankheiten bilden mit den Hausärzten die Basis der medizinischen wohnortnahen Gesundheitsversorgung für gesamte Südtiroler Bevölkerung und verhindern eine Unterversorgung in peripheren alpinen Regionen. Sie sitzen mit Arbeitgeber hochspezialisierter Personen, das müssen wir denken, das sind Arbeitgeber gerade jetzt, nehmen wir an, der Finchgau, wo plötzlich Firmen zuschließen und ich habe plötzlich kein Krankenhaus oder weniger Krankenhaus, da bin ich kein Arbeitgeber. Und die öffentliche Aufgabe hat auch Verpflichtung, Arbeitgeber zu sein. Und tragen zur lokalen und damit auch Wertschöpfung in strukturschwachen Regionen bei. Gebt den Krankenhäusern wieder ihr Budget zurück, damit eine Kostenwahrheit zwischen den einzelnen Anbietern erkennbar wird. Ich komme aus einer Zeit, ich habe das Krankenhaus und wir hatten ein Budget. Und ich wusste, was mein Haus kostet. Und ich wusste, wie wir Jahresbudgets erstellen mussten. Heute gibt es das nicht, wenn ich nachfrage im Zentrum, wie schaut das Budget des Krankenhauses wahrscheinlich Bozen aus, dann wissen sie nicht, weil unter das globale Budget da ist. Das heißt sich jeder, ja, warum soll ich mich anstrengen? Weil ich nichts tun kann. Wenn ich gut arbeite, geht es irgendwo in den großen Topf hinein. Nun noch zur kurzen modernen digitalen Vernetzung. Das Gesundheitssystem muss fit werden, das kann nur fit werden, wenn wir eine entsprechende digitale Information haben. Wie soll so ein komplexes System wie das Gesundheitssystem, moderne Informatisierung, ohne moderne Informatisierung handelbar sein? Wie kann eine Geschäftsführung, das sage ich wirklich als Geschäftsführung, die Gesundheitssysteme lenken, wenn sie nicht täglich komprimierte Daten auf ihrem Monitor hat, wie ein Datenwarehouse, wie schaut es aus? Dann kann ich nicht Kosten verteilen. Und das ist die Folge davon, dass wir einen Verlust, eine Zunahme an Geldausgabe haben, weil wir keine Datenerfassung haben. Nur allgemeine Hinweise.
Ich möchte noch kurz hinweisen, versuchen wir alles, dass wir Wertschätzung wieder in die Krankenhäuser hineintreten, in die Peripherie Krankenhäuser. Das ist das Wenn und das Um und Auf dieser Legislaturperiode und des Gesundheitssystems, diesen Menschen wirklich wieder Wertschätzung zu geben. Kurz zum Schluss. Ich hoffe, dass Sie, Herr Landesrat, den Mut zur ehrlichen Diagnose haben, entsprechende therapeutische Maßnahmen auch setzen, dass das Südtiroler Gesundheitssystem wieder gesund wird. Danke.